Bis jetzt, jede Nigerian Jollof, die ich gegessen habe, hat nicht geschmeckt. Ja, Leute, das sind einfach nur unsere unpopular opinions, ja? Also, ihr dürft sie nicht zu persönlich nehmen, ist alles Spaß. Hey, herzlich willkommen bei Boas Vlogs. Wie ihr sehen könnt, bin ich heute wieder hier mit meinen Lieblingen, mein Schatzi, Schatzi, Baby, Baby, sexy, sexy. Steiger Fritz. Ich bin hier mit Valerie. Und wir sehen heute ein Video, wo wir über unsere unpopular opinions reden, zu Deutsch unbeliebten Meinungen. So, here we go. Davon haltet, aber nicht jeder, der viele Follower hat, ist gleich ein Influencer. Das ist mein unpopular opinion. Nur weil du... That's not unpopular, it's a fact. Nein, viele denken, nur weil du 10.000 hast, bist du ein Influencer. Nein. So, was bist du? Ich bin ein Influencer, weil ich 10.000 habe. Bist du nicht? Ich weiß, was... Also, ich bin deiner Meinung und ich weiß, warum du Nein sagst. Aber das ist nur für die people, die woke sind. Ich finde, wenn du 10.000 Abonnenten hast, first of all, it's fake. Also, es ist nicht immer... es ist nicht immer echt, weil wir haben es ja gesehen, als Instagram die ganzen Follower gelöscht hat, nur meine Lieben. Und ganz ehrlich, nur weil du 10.000 Abonnenten hast, heißt es nicht gleich, dass du Influencer bist. Like, Wen influenzt du? Was tust du dafür, dass andere Leute irgendwie das machen, was du vielleicht machst? Vielleicht bist du einfach nur... dumm hübsch und Leute fühlen sich auf den und ich meine, dieses Ei, was so viele Klicks hatte, ist das jetzt auch ein Influencer oder was? Weißt du, wie ich meine? Es hat Blue Tick. Ja, the egg. Franklina. Nein, das Ding ist einfach so, also nicht um irgendwelche Leute zu haten, die Follower haben oder sonst was, darum geht's mir nicht. Aber für mich ist einfach so, du hast 10.000 Abonnenten und jetzt, du weißt nicht mal, was du auf Instagram machst, ja, du postest einfach Bilder, aber was machst du? Wer sagt, oh, lass mich auf deine Seite gehen, um das oder irgendwie ein Quote oder ein Gedicht zu finden oder ein Songcover zu hören. So, du hast keinen Einfluss auf Leute, du hast keinen Einfluss auf jüngere Menschen, die sich vielleicht so denken, hey, ich will so sein wie er. Du siehst einfach nur gut aus vielleicht, weißt du? You're just there. Du bist einfach nur da. Du bist einfach nur da. Ich bin ein Influencer, weil ich 10.000 habe. Nein. Und die meisten davon haben noch voll Attitude und so, weißt du? Was ist, wenn Instagram morgen nicht mehr da ist? Shut down Instagram, so wie vor ein paar Tagen, dann? Es gibt ein Mädchen, die hat auch, ich weiß nicht, 600 Abonnenten und die postet immer so Bible-Quotes und so. Like, she's influencing people. Sie ist Influencer mit 600 Abonnenten. Meine unpopular opinion ist dieses ganze Ghana vs. Nigeria Jollof, ne? Ich finde, das ist meine Meinung, ja? Ich finde, es kommt nicht drauf an, nein, aus welchem Land die Person kommt, die das Essen macht, sondern wer das Essen macht. Dieses ganze, yo, I had Ghanaian Jollof, yeah, my stomach was running for 3 months, yeah. So, das Ganze so. Ja, aber das Ding ist, ich muss dazu ehrlich sagen, bis jetzt, jede Nigerian Jollof, die ich gegessen habe, hat nicht geschmeckt. I'm not trying to be rude or anything, aber ich habe nicht 2, 3 gegessen. Easter Convention. Ich bin 20 Jahre alt. Ghanaianische Hochzeiten. 20 Jahre hat sie aufgebaut. Und das Ding ist, ich glaube, wir haben andere. Ich glaube, warte, tun wir es einfach so, Ghana haben andere Geschmacksknospen als Nigerianer. Because manchmal isst du Nigerian Jollof und ich hate auch nicht gar nichts, Leute. I love Nigerian people. Wir essen manchmal Nigerian Jollof und es schmeckt einfach wie in Tomaten mit Tomaten. Pfeffer. Das ist was. Keine Gewürze. Mein Bruder nennt es Tomatenreis. Er sagt, du darfst nicht mal Jollof nennen. Das ist Tomatenreis. Weil das Ding ist, es gibt Leute aus meiner Familie, die machen Jollof und es schmeckt mir nicht. Danke. Ja, das ist, kommt nicht darauf an, aus welchem Land. Genau. Aber. We've tried it. Aber ganz ehrlich, ich muss eine Sache sagen. Das ist echt ohne Mist. Ich werde niemals über diese Story lügen. Wir waren auf Tonys Thanksgiving, da wo sie halt wegen Jeremy's Top Concert gewonnen, Gott Dank geben und so weiter und so fort. Auf dieser Feier gab es einen Jollof, der war bloodclad good. Ich habe sie gefragt. Ich bin zu ihr hingegangen. Ich habe gesagt, Tony, who did this Ghana Jollof? Ich war like, hey, it's Nigerian Jollof, it's Nigerian Jollof. Nigerian Jollof is discombobulated. Nein. Oh, das hat geschmeckt und das war's. Nie mehr. She's waiting for this word. Mein Ding ist einfach so, ich hatte schon gutes Nigerian Jollof, ich hatte schon schlechtes Nigerian Jollof. Ich hatte schon gutes ghanaisches Jollof, ich hatte schon schlechtes. Ich weiß noch eine, oh, ich kann das nicht erzählen. Doch, unpopular opinion.
drop it. Es liegt echt nicht an dem Land, finde ich einfach. Das ist meine unpopular Opinion. Ja, es liegt nicht an dem Land. Es liegt einfach daran, dass die Nigerianer nicht kochen können. Oh mein Gott. Also meine unpopular Opinion ist einfach, dass ich nicht jeden supporten muss, nur weil du schwarz bist, nur weil du in der Black Community bist. Weil wenn es mir nicht gefällt, gefällt es mir einfach nicht. Du kannst mir nicht irgendwas schicken und sagen, hey, poste das mal. Wer bist du? Leute, ich habe gestern, vorgestern oder so, auf meinem Snap, schickt mir einfach jemand Mixtape, bla bla bla, ich soll es promoten. Du bist so confused. Ich bin ja aber als du Gemini haben. Ich bin, schick doch Chris, warum schickst du mir? Hä? Au, oh, so oder was ich mir voll oft anhören muss, ist, ey, kannst du das dir Boa schicken? Echt? I've never done that. Ja, ich wollte gerade sagen, dass du noch nie irgendwas geschickt. Es heißt immer, nur weil du schwarz bist, musst du den und den supporten. Nein, also ich sag immer wieder, das ist es nicht so. Es muss nicht sein, vor allem, weil das Ding ist, du als schwarze Person, du bist in einer Community drin, und in der Community gibt es nochmal eine Community. Das heißt, du musst nicht jeden supporten, der in dieser Community genau, ist. Weißt genau. du, was ich meine? Und meine unpopular Opinion hiermit ist, dass ich nicht jeden Scheiß, sorry to say, genau. aber nicht jeden Quatsch supporten muss, nur weil du schwarz bist. Ja, es geht zum Beispiel um Videos auf YouTube. Nur weil du schwarz bist, nur weil du aus Deutschland bist, nur weil du auch Gruppenvideos machst, heißt es nicht, dass ich dich supporten muss. Weißt du, wenn du uns schwarz einfach schlecht repräsentierst. Wenn du so redest, so ist für mich so, du repräsentierst mich nicht, du repräsentierst die Busch. Die Busch, schlecht geredet werden. Die Busch-Leute, weißt du, diese Stereotypen. Ich finde, man muss sich alles supporten, wenn man sich damit nicht identifizieren kann. Das ist einfach meine Meinung. Meine unpopular Opinion ist, Power, die Serie Power hat zu viele Sexszenen. Und ist overrated, meiner Meinung nach. Ich glaube, das ist ein Fakt. Jeder weiß das. Ich habe auch erste Folge geguckt. Erste Folge, es fängt schon so an. Du siehst alles. Ist so. Ja, aber das Ding ist, ich finde nicht unbedingt, weil das ist. Die wollen das einfach widerspiegeln. So weißt du, ich meine. Aber ich finde, du kannst es auch widerspiegeln, ohne so, ich meine, bei Empire gibt es auch viele Szenen, aber Empire ist, ich finde Empire ist zwar mehr Familienshow auf denen und Power ist mehr Gangs und mehr Hart und so, was ich verstehe, kann man auch machen, aber diese Szenen sind zu viel. Also, ich finde, es ist zu viel. Ja, aber ich glaube, die hatten Angst, dass Power zu, auf denen solche Serien gibt schon, die wollten nochmal sowas reinbringen, was die Leute aber angeht. Also ich schaue eh keinen Power, aber... In einer Folge kannst du drei Szenen geben. Was ist los? Und also wie oft soll ich Fernseher umschalten, wenn meine Eltern reinkommen? Noch eine unpopular Opinion. Nur weil wir alle im Dezember in Ghana waren, heißt nicht, dass ihr alle auch kommen müsst. So. So. Verstehst du? Das finde ich aber jetzt unfair. Nein, es ist nicht für jeden so, das wird so eng und so. Ja, du hast gar keinen Spaß mehr. Und weißt du, im Club, wir sind so wie so Sardinen in der Büchse. Du kannst nicht mehr, you go left, you are moving right. You go right, you are moving left. So, ist okay, manchmal genießt einfach über Snapchat. Deshalb vlogge ich in Ghana, weißt du? Damit du die Vlogs so zu Hause mit deiner Familie anschauen kannst. Das ist gerade so. Ey, aber so viele, die auch in Ghana waren, die denken das auch. Dann siehst du dieselben Gesichter, die du hier auch siehst. Ich gehe nicht in den Urlaub, um dieselben Gesichter zu sehen, die ich hier auch sehe. Er hat zu mir gesagt, also ich komme hier und die ganze UK-Girls sind schon wieder da. Ich hab keinen Bock auf die alle. Es ist echt so. Und nicht mal das. Das kommt jetzt gerade von uns, aber ungelogen. Ich habe mindestens mit 4-5 Leuten gesprochen, die in Ghana leben. Die haben gesagt, die haben keinen Bock auf uns. Ja, die sagen, die haben keinen Bock auf uns. Es sind zu viel, die Straßen, es ist Stau und so. Aber das ist normal, weil es zu sehr gehypt wird einfach noch. Weißt du, was wir machen? Nichts mehr, wir geben Marva keine Snacks mehr. Ich hab doch. Oder weißt du, was sie sagen? Ich will. Ach, so gar nicht, ja, ihr ja, lebt. Ja, ja, ja. Nee, das ist gut, wenn die das sagen, dann wenn wir sagen, nur wir wissen dann, wie es war. So, guys, stay at home. Bucht im November, bucht euer Ticket im November. Kurz vorher, weil ich habe auch. Vorher, genau. Ich habe November oder so gebucht, ich habe 680 gezahlt. Genau, da sind sie am billigsten. Richtig Glück gehabt. So, 2017 habe ich sogar eine Woche vorher gebucht, weißt du? Oh, I remember. Ja, das ist nicht mal gelogen, ist wirklich so. Ja, ist echt so. Buch, im Dezember, auch, Buch echt im Dezember. Noch eine unpopular Opinion von mir ist, wenn du nichts Gutes zu sagen hast, sag es einfach nicht. Halt deinen Mund. Hatten wir das nicht in Leave It in 2018? Hatten wir das? Ja, hatten wir. Weil ich finde... Genau denselben Satz. Genau derselbe Satz. Dann let's bring it into 2019, weil... Dexy Mouth closed. Weil... You ugly pig. Ich finde, das ist so krass, weil Leute denken so,
zum Beispiel nur, wenn man ein Bild auf Insta reingestellt hat oder nur, wenn man Influencer ist, dass Leute einfach sagen können, was sie wollen und so. Und zu einem gewissen Level sollte man das nicht an sich ranlassen. Natürlich muss jeder YouTuber irgendwie selbstbewusst sein und damit umgehen können. Aber du weißt nicht, was für einen Tag die Person hatte. Danke. Du weißt nicht, was für private Probleme die Person hat. Du weißt nicht, ob dein Kommentar der Kommentar das ist, zum was das fast zum Überlaufen bringt. Und dann Suicide Thoughts oder Selbstmord irgendwas. Und sowas ist alles real. Und ich finde, man redet nicht oft genug über mentales Wohlsein und Mental Health und es ist sehr, sehr schlimm. Haben wir jetzt sogar noch geredet. Es ist sehr schlimm in unserer Generation. So viele Leute machen stumm und leise und alleine so vieles durch und die sind aber die glücklichsten Menschen auf Social Media, sind die glücklichsten Menschen auf Instagram, auf YouTube und du wirst niemals wissen, was sie im privaten Leben durchmachen. Deshalb lass uns doch alle einfach nett zueinander sein, lass uns doch alle lieben, lass uns, wenn du nichts Gutes zu sagen hast, klick X, mach Daumen runter, geh einfach weg. Weißt du, es gibt so viele YouTuber, die ich einfach schlecht finde oder so viele Videos, die ich schlecht finde. Aber ich gehe, I'm not gonna comment the video and be like, bro, du bist schlecht, deine Week ist zu weit hinten oder was weiß ich. Will ich niemals machen, so weißt du? Nicht, das sind alles zu viele Gründe, wir gehen zu tief. Ich finde auch. Niemand hat dich gefragt. Ich verstehe nicht, warum Leute auf Insta, auf YouTube immer Daddy Shark sind. Like, warum hast du so eine große Klasse? Ohne Mist, like, ja, nie zu chill, weil. Wenn du mich in echt sehen würdest, wenn du jemanden in echt sehen würdest... Die Person würde niemals einen Mund aufmachen. Sie könnte die süßeste Person sein und dann wird es... Ich mache ihre Videos ähnlich, oder? Ich fand das so lustig. Ich war auf einer Veranstaltung und danach hat jemand so gesagt, oh, das ist Liberta. Und dann die eine so, ja, lass es, sonst fühlt sie sich. Excuse me. Like, ich habe dich erstens gehört, falls du dieses Video siehst, ich habe dich gehört. Und das ist so unnötig, weil ganz ehrlich, das ist einfach unnötig. Wir sind am Ende des Videos. Wenn euch unsere Unpopular Opinions gefallen haben und wenn ihr uns teilweise zustimmt, dann lasst uns doch gerne ein dickes, fettes Like da. Vergesst nicht unten in den Kommentaren uns eure Unpopular Opinions zu sagen, ob ihr uns zustimmt, ob nicht. Lasst uns das wissen. Vergesst nicht meinen zwei Schwestern hier zu folgen und vergesst nicht mich zu abonnieren, falls ihr es nicht schon getan habt. Hier ist ein altes Video von mir. Hier ist noch ein Video von Funk. Abonniert mich und wir sehen uns im nächsten Video. Bye guys.